Schon am Tag nach der Bundestagswahl, über die wir auf diesem Kanal berichteten, wurde mit Spannung auf die Landtagswahl in Niedersachsen gewartet. Nun steht ein vorläufiges Ergebnis fest und damit auch der klare Sieger des Abends. Eine kurze Zusammenfassung siehst du jetzt. Warum wurde überhaupt jetzt im Oktober gewählt, obwohl die nächste reguläre Wahl erst im Januar angestanden hätte? Im August ist überraschend die Politikerin Elke Twesten aus der Partei Die Grünen ausgetreten und zur CDU gewechselt, wodurch die niedersächsische rot-grüne Regierung ihre Mehrheit verlor. Und nun wurde heute, am 15. Oktober 2017, für hoffentlich 5 Jahre neu gewählt. Der große Sieger des Tages ist die SPD, mit einem, Zitat, fantastischen Ergebnis von über 37%. Lange waren sich die Analysten sicher, dass die CDU die Landtagswahl rockt, dem ist aber nicht so. Im Gegenteil, die CDU hat über 2% der Stimmen verloren. Und für die Linke wird es verdammt knapp oder sogar fast unmöglich, in den Landtag zu kommen. Die AfD wird mit ungefähr 6% in den Landtag einziehen. Einen Sieg für die SPD in Niedersachsen gab es lange nicht mehr. Genauer gesagt ist es der erste Sieg seit 19 Jahren für die SPD. Nicht zuletzt, weil Regierungschef Weil möglicherweise einen richtigen Wahlkampf führte. Die derzeitige rot-grüne Regierung wird aber eventuell nicht fortgeführt werden können. Daher schauen wir uns andere mögliche Koalitionen im Überblick kurz an. Starten wir mit Möglichkeit Nummer 1. Eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Möglichkeit 2. Jamaika als eine Koalition aus CDU, FDP und Grüne. Möglichkeit 3. Eine Ampelkoalition mit SPD, FDP und den Grünen. Und die vierte Möglichkeit, Rot-Rot-Grün. Welche Option umgesetzt wird, wird man jedoch erst sehen können, wenn alle Stimmen, auch die der Briefwähler, ausgezählt worden sind. Bei 6,1 Millionen Wahlberechtigten kann es nämlich durchaus etwas dauern. Was hältst du von diesem vorläufigen Wahlergebnis? Lass uns in den Kommentaren darüber sprechen. Einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche wünschen wir dir. Bis bald, mach's gut und ciao.